In der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern, einem Zusammenschluss von 17 Tourismusverbänden in der Region, kann man ab dem heurigen Sommer ein besonderes Gusto-Stückerl für Urlaubsgäste anbieten. Mit der Sommercard wird umweltfreundliche Mobilität unterstützt. Ich kann mich vom ersten Tag an mit dem Bahn und Bus gratis bewegen. Ich kann jeden Tag eine Top-Attraktion nutzen, sei es eine Bergbahn, sei es ein Museum, sei es ein Bad oder das gesamte Programm der Nationalpark-Ranger. Es ist ja allein das schon ein umfangreiches Programm. Mehr als 60 Attraktionen vom Teler-Taxi bis zum E-Bike-Verleih können mit der Card genützt werden. Eine nachhaltige Bewusstseinsoffensive für Gäste und Einwohner, die den öffentlichen Verkehr in der Region forcieren soll. Das ist nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb mit anderen Regionen, sondern wir sind selber davon überzeugt. Wir sind selber davon überzeugt, dass wir ein Top-Angebot haben und freuen uns schon, wenn die Gäste es jetzt im Sommer annehmen können. Ganz dem Motto entsprechend, den Nationalpark erhalten und so vielen Menschen wie möglich auf sanfte Weise erlebbar zu machen. Das 1489 gegründete Badehospiz in Bad Gastein ist eine der führenden Kuranstalten Österreichs, ist Träger des österreichischen Umweltzeichens und hat mit Unterstützung von Umweltservice Salzburg den Bereich Abfall und Ressourcen durchleuchtet und optimiert. So wird etwa das Thermalwasser nicht nur zur Heilung der Patienten herangezogen. Beim Neubau unserer Heizung war es mir besonders wichtig, das natürlich vorkommende Heilwasser von Bad Gastein auch thermisch zu nutzen. Wir wollen hier verantwortungsbewusst umgehen und wir nutzen nun das gesamte uns zur Verfügung stehende Heilwasser auch für Heizzwecke und können damit fast unser ganzes Unternehmen heizen. Zudem wurden Wassersparmaturen installiert, durch die jährlich Millionen Liter Wasser samt Kanalkosten und Wärmeaufbereitung eingespart werden können. Die Trinkwassereinsparungen wurden mit einem sogenannten Energiecontracting durchgeführt, das heißt, die Investitionen wurden mit den Einsparungen abbezahlt. Aber auch das Abfallsystem wurde überarbeitet. Wir haben im gesamten Haus Mülltrennsysteme etablieren können und das wird auch von unseren Gästen und Patienten sehr gut angenommen und gelobt. Durch die Etablierung des Mülltrennsystems können wir jetzt jährlich ca. 10.000 Euro einsparen und das ist ein enormer wirtschaftlicher Vorteil für unser Unternehmen. Und letztendlich auch zum Vorteil der Umwelt und der Patienten, die hier am Eingang zum Nationalpark Hohe Tauern Heilung suchen und finden. Das Hotel Hefterhof in der Landeshauptstadt ist vor allem als Tagungs- und Seminarhotel weit über die Landesgrenzen bekannt. Der mit dem Umweltzeichen für Tourismusbetriebe prämierte Klimabündnisbetrieb wurde auch mit dem Zertifikat Green Meetings ausgezeichnet. Bei Green Meeting ist einer der wesentlichen Eckpunkte eben dieser bewusste Umgang mit Ressourcen, Papiervermeidung, wenn Papier, dann halt nur umweltzertifiziertes Papier. Wie mache ich die Pausen, wie gestalte ich das gesamte Seminar, wie reise ich zum Beispiel auch an? Das geht in viele Bereiche hinein, ist natürlich im Vorfeld ein bisschen eine administrative Arbeit, zahlt sich aber aus. Neben Energieeinsparungen durch eine Hackschnitzelanlage, die gemeinsam mit einem Umweltberater umgesetzt wurde, und Maßnahmen im Abfallsystem und bei Reinigungsmitteln stehen gesunde Lebensmittel im Fokus des Hefterhofs. Qualitativ wertvolle Nahrungsmittel werden immer wichtiger. Wir beziehen einen Großteil unserer Ressourcen aus den unmittelbaren umliegenden Regionen, von den Bauern, die uns selber sogar noch die Eier vorbeibringen. Zum Beispiel, wir brauchen 34.000 Eier im Jahr und nehmen die aber von benachbarten Bauern ab. Es geht auch darum, die Anlieferungswege so kurz wie möglich zu halten, um auch den CO2-Ausstoß dementsprechend zu verringern. Denn als Haus mit Wurzeln in der Landwirtschaft ist man sich im Hefterhof bewusst, dass es wichtig ist zu wissen, woher Lebensmittel kommen. Denn Herkunft hat gerade im gastronomischen Bereich Zukunft.